wenn ich die Bienen hier auf die Mittelwand rauf fege. Und siehe da, sie laufen alle in die Beute rein. Einen wunderschönen, meine Lieben. Herzlich willkommen. Ich bin hier gerade am Bienenstand und drehe mich um und schaut euch das mal an hier. Ein Bienenschwarm. Ich denke mal, den werden wir mal eben einsacken, ne? Für eine Traube. Ja. Gucken wir mal, ob wir die Königin erwischen. Im Endeffekt ist es eigentlich gar nicht so schwer, ne? Ich hatte es ja schon mal im Video gezeigt, wie wir Bienenschwärme einfangen. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken. Das sieht mir nämlich so aus. Ich zeige euch das mal eben. Dass der da schon ein paar Tage hängt. Ja, wenn ich jetzt hier so am Ast gucke, hier, da ist schon Wachs am Ast dran. Also hängen die hier wahrscheinlich schon ein, zwei Tage und haben noch nichts Passendes gefunden. Ist natürlich schade drum. Ne? Also guckt euch mal das Riesending an. Bestimmt so 3 Kilo. 3 Kilo Schwarm. Aber den geben wir jetzt ein neues Zuhause. Ich bin mal gespannt, ob ich die Königin irgendwo erwische. Ich hoffe, die ist hier unten mit drin. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir den Schwarm eingefangen haben. Ob die dann unten in den Kasten reinfliegen oder ob die wieder hochfliegen. Ne? Das ist natürlich eine sehr gute Stelle, um so einen Schwarm einzufangen. So, den machen wir eben kurz noch mal ein bisschen nass und dann werde ich den peu à peu, so, die packe ich erstmal an die Seite, peu à peu dann mal hier reinfegen. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Ich habe natürlich jetzt auch keine Schere dabei, weil ich darauf natürlich nicht gefasst war. Ne? So. Ich hoffe natürlich, so, wenn ich jetzt hier gleich ein bisschen schüttel und rüttel, so, gehen wir eben kurz in den Dings, na Mädels, das war klar, so, mal ein bisschen von meinem Puschel wieder weg, so, ob wir das mal eben kurz zur Seite drücken und den hier hin drücken, so, dann dürfte das vielleicht mit dem Schütteln nicht funktionieren. Ach, schade. Nee, das funktioniert nicht. Also abfegen. Dann machen wir das mal. So. Ich hoffe natürlich, dass ich die Königin hiermit reinkriege, ne? Ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, jetzt gerade so, aber wir probieren es einfach mal aus. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich vielleicht die Traube auch noch runtergefegt kriege. Das mögen die natürlich überhaupt nicht, ne? Kann ich natürlich nachvollziehen. So. Dann stellen wir den nämlich hier unten hin. Guckt euch diesen riesen Schwarm an. So, jetzt werde ich hier mal eben einmal alles ein bisschen wegfegen. Wie gesagt, ich habe natürlich kein, wie heißt es denn? Ich habe natürlich keinen Eimer dabei, das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Den habe ich nämlich heute rausgeholt aus dem Auto, weil ja, ich eigentlich heute keine Schwärme fangen wollte, aber siehst du, da sieht man natürlich, ich hatte ja letztens im Video gesagt, dass wir immer einen Eimer dabei haben. Gut, das ist natürlich wieder so ein Beispiel dafür, dass man den Eimer nicht aus dem Auto packen sollte. Ne? So. Riesenschwarm, aber ich weiß schon, was ich damit mache. Jetzt packe ich erstmal
den Deckel drauf, in der Hoffnung, dass die Königin hier drin ist. Das werden wir später relativ schnell mitkriegen, wenn die anderen Bienen alle hier unten ins Flugloch reinfliegen. Ne? Ich verschließe das Flugloch jetzt und dann, beziehungsweise nicht das Flugloch, sondern die Beute und stelle die mal einen kleinen Ticken in den Schatten rein. Kann aus dem wahren Leben, meine Lieben. So kann es gehen. So muss ich gleich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas noch im Auto habe, womit ich den Rest da gleich runterfegen kann. Den habe ich jetzt ein bisschen in den Schatten vom Auto gestellt. Na, damit, da seht ihr mich im Hintergrund. Winke, winke. Ich hoffe natürlich, dass die Königin jetzt da unten im Kasten mit drin ist. Ne? Großer Teil von der Traube hängt natürlich jetzt hier noch dran. Aber das werde ich ja spätestens dann mitkriegen, wenn die anderen sich in Bewegung machen und dann hier reinfliegen. Ne? Ihr seht es ja schon. Die ersten Bienen, die sterzen auf jeden Fall schon. Ne? Hier vorne am Flugloch. Dann wollen wir mal ein bisschen warten und gucken, ob die Bienen sich auch da vorne, ja, ich sag mal, einquartieren. Ne? Mir ist also noch was eingefallen, was ich machen kann. Ich habe zwar keinen Eimer mit dabei, aber ich habe noch ein paar Mittelwände. Und jetzt mal gucken, ob es funktioniert, wenn ich die Bienen hier auf die Mittelwand rauf fege und dann vors Flugloch fege gleich. Gucken, ob die das mögen. So, ich nehme euch gleich mal mit dazu. So, erste Ladung. Und jetzt kommt die zweite. So, jetzt gebe ich die zweite Ladung einfach davor. Und siehe da, sie laufen alle in die Beute rein. Sehr schön. Das hat schon mal funktioniert. Super. Ich hoffe natürlich, wie ich es ja eben schon gesagt hatte, dass die Königin dabei ist. Ne? Wenn natürlich die Königin nicht dabei ist, dann dauert das nicht lange. Dann fliegen sie alle aus dem Kasten wieder raus. Aber ihr seht es ja selber. Ne? Die Bienen sind natürlich jetzt alle fleißig am Sterzeln und sagen, kommt rein hier. Finde ich gut. Ich habe auch schon eine Idee, was wir mit diesem Schwarm machen. Aber das in einem nächsten Video. Schön. Herrlich. Einfach herrlich. Dann wollen wir mal eben den Rest nochmal abfegen und auch vor die Beute kippen. Eben erstmal kurz einmal die Biene, die in meinem Schleier drin ist, rausholen. Hat sich nämlich in meinem Ärmel versteckt. Hau, Mädel, komm mal raus hier. Schüttel, schüttel. Also ab morgen wieder den Eimer dabei haben. Ne? Da brauchen wir auch keine Mittelwand nehmen. Aber es geht auch so, wie ich festgestellt habe. Finde ich natürlich gut. Ne? So. Nehmen wir hier oben auch noch mal ein bisschen runter. So. Schlagen wir die auch mal vor die Beute. Ich glaube, das funktioniert. Es war ein bisschen mühselig mit dem Besen. Operation Bienenschwarm. Das heißt, es warten, bis sich der Schwarm gesetzt hat. So, das meine ich da. Seht ihr das? Da haben sie schon, ja, angefangen, ihr Warmwerk zu bauen. Ne? Ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Vielleicht sehe ich auch die Königin irgendwo. Aber so wie es aussieht, habe ich die wahrscheinlich mit erwischt. Wenn ihr sie seht, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube nicht. Das sieht schon ganz gut aus, dass ich die Königin mitgekriegt habe. Dürfte wahrscheinlich auch so eine Backfast sein, sage ich jetzt mal, ein bisschen heller. Oder ein hellerer Verschnitt. Schauen wir mal. Jetzt warte ich noch mal ein bisschen. Vielleicht fliegen die anderen Bienen ja automatisch unten in den Kasten rein.
Sonst werde ich später nochmal den Rest von den Schwarm abfegen. So, so langsam hat sich der Schwarm reduziert, der hier am Baum hängt. Na, ihr seht es ja, die Bienen, die sind jetzt hier fleißig am Hin- und Herfliegen. Ne? Im Gegensatz zu eben ist da natürlich jetzt minimal eine Traube drauf. Wenn ich jetzt hier zum Kasten hinguck, seht ihr, wie ganz viele Bienen jetzt hier vorne am Sterzeln sind. Ne? Und die anderen Bienen, die jetzt oben noch am Ast hängen, fliegen jetzt hier unten in die Beute rein. Also das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass die Königin drin ist. Ja? Weil sonst würde das Volk wieder rausfliegen aus dem Kasten. Ne? Ich würde einfach mal ganz geschmeidig sagen, vielen Dank, dass ihr dieses Video gesehen habt. Ich werde jetzt den Rest, der jetzt da unten drin ist, gleich ein bisschen bewegen rein, ein bisschen bewegen, dass sie da reingehen, die restlichen Bienen. Und dann ist für heute Abend auch Feierabend. Na? Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und sonst gerne Daumen nach oben lassen und gerne den Kanal abonnieren. Und sonst bis zum nächsten Mal, euer Bienenliebe-Team. Macht's gut, ciao, ciao.